Also give it das Ace video. What's up guys, my name is Ace, and today we're gonna be talking about a handful of leaks regarding the next Call of Duty game. We'll just call it Modern Warfare 2022, because some of these leaks are quite interesting and potentially give a little bit of insight into the direction they're planning on taking this year's Call of Duty game. Now, just like with any leak video, just the standard disclaimer here these are based on leaks, and therefore none of this is confirmed. And even if these are true at this point in development, they could very easily change by the time we actually see the game. So, do take that with a grain of salt, at least to some extent, but also realize I don't tend to make leak videos unless the leak is coming from a source that I generally trust. Da muss man sagen, 100% korrekt. Also wenn Ace über Leaks und Gerüchte spricht, dann ist er sich sehr, sehr sicher, dass das nicht völliger Schwachsinn ist. Der macht nicht über alles einfach irgendwas. Irgendeine Mücke furzt in die Ecke und sagt, da ist keine Minimap, die keiner kennt, und er macht zehn Videos drüber. Und er sagt jetzt im Prinzip, Leute, das ist alles Gerüchte, nichts bestätigt, nehmt das mal vorsichtig. Aber jetzt wird es sehr interessant. And the leaks today will be coming from the <laughs> Ghost of Hope on Twitter. And first, let's do a recap of some of the leaks from Ghost of Hope over the past several days, that on their own I didn't feel were worth making a video about, but now I feel like enough of them have piled up to make this video. First up, it looks like the classic minimap is returning, so enemies that fire unsurprisingly. The normale minimap ohne perk kommt zurück. Allein dafür, dass Infinity Ward das verstanden hat. Live-Chat ein dickes Ausrufezeichen Hype. Dafür ist es gestattet. Und da finde ich, gehören sich auch News dazu. <laughs> Meine Damen und Herren, wir sind gerade am Anfang dieser Leaks und Gerüchte, die uns äh, unser Korrespondent Exclusive Ace aus Kanada, Schrägstrich in USA gerade bringt. Aber Infinity Ward als Game-Entwickler von MW22 hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und hat es hingekriegt, dass wir wohl anscheinend im neuen Call of Duty 2022-2022 Remastered, Modern Warfare 2 Remastered oder wie auch immer es geheißt, nachher geheißt dass wir eine Minimap bekommen, auf der Schüsse angezeigt werden, ohne dass wir ein Perk gebrauchen und ohne dass wir eine Drohne brauchen. Meine Damen und Herren, das ist bahnbrechend. 16 Jahre sind wir so ausgekommen und Infinity Ward kam auf die glorreiche Idee, das zu ändern, haben so viel Hass dafür bekommen, dass sie in der Alpha damals, das innerhalb von einer Sekunde zurückgeschraubt haben... Um es im Full Game wieder drin zu haben, um es wieder halb zurückzuschrauben. Das heißt, dafür, meine Damen und Herren, dürfen Sie gerne zu Hause auf den Schenkel klopfen mit Ihren Hunden oder sonstigen. Wenn Sie Ihre Brüste bis zu Ihren Schenkeln haben, haben sie ein Problem. Aber da freuen wir uns drüber. Und deswegen ab zurück zu unserem Korrespondent Ace. Suppressed weapons will be showing up as red dots on the radar without any perk required or like a i'm playing our uav up in the air. Moin, and in my opinion this is excellent news as long as suppressors have proper trade-offs they should have very noticeable downsides to them or perhaps just make the other muzzle attachments very good choices so it becomes a difficult choice as to whether or not you use a suppressor so then they don't become complete crutches. Add okay, kurz, da bin ich bei ihm. Wenn Schalldämpfer so funktionieren, wie wir es kennen, du hast einen Schalldämpfer auf deiner Waffe, dadurch, wenn du schießt, wirst du auf der Karte nicht angezeigt, sollte es Nachteile für den Schalldämpfer geben. Zum Beispiel, dass du äh, extrem äh, oder weniger Range einfach hast auf der Waffe. Das heißt, dass auf gewisse Entfernung deine Waffe weniger Schaden macht. Oder Handling wird schlechter. Es soll schon Nachteil sein. Es soll ja nicht so sein, äh, Schalldämpfer ist Pflicht, weil weg von der Karte brauchen wir keine Karte mehr. Es sollte schon immer irgendwas sein, was, was negativ daran ist, aber eine normale Minikarte, ein Gegner, der auf einen anderen Gegner schießt und keinen Schalldämpfer hat, sollte immer in Call of Duty, in einem Casual-Multiplayer auf der Minimap angezeigt werden, weil es ansonsten ausahndet wie in Modern Warfare 19, wo Timmy in der Ecke sitzt, auf einen Gegner schießt, den tötet und keiner weiß was. Er weiß, er wird nicht angezeigt, ich sehe ihn auf der Karte nicht, Nix. Und es gibt immer Leute, die sagen: Ja, und dann kommen die ganzen Schwitzer wie du, Schäppi, und jagen die roten Punkte. A, kannst du einen Schalldämpfer nehmen? Und B, wenn ich einen Kill mache, ohne Schalldämpfer, und ich bewege mich ein bisschen über die Karte, bin ich eine Sekunde später acht Meter weiter weg. Da kann jemand rote Punkte jagen, wie er schwarz wird, das ist egal. Ähm, es würde ja keinen Unterschied dann machen. Master, ich bin schon zufrieden, wenn SPMM stark verschlechtert wird. Keine Cheater und eine Time to kill wie ein MWR BO3. Wäre ich auch zufrieden mit. Additionally, the general map design philosophy <coughs> appears to be more so following the classic three-lane style. And he further specifies that it's more along the lines of maps like Cheshire Park, Candor Hideout, Gunrunner, Hackney Yard, and Hovick Sawmill, which again this Das ist auch eigentlich eine der wichtigsten Sachen, wenn die so stimmen, das immer mit Vorsicht zu genießen. Aber Ghost of Hope ist da die letzten Monate, Jahre sehr genau gewesen. Nicht diese Bullshit-Maps, wo du Erdgeschoss hast. Erstes OG, zweites OG, zweites OG hat 18 Türen, 13 Räume, drittes OG, 18 Fenster, dunkle Räume, viertes OG, fünftes OG. Das ist eine Multiplayer-Karte. Sobald es in dem Call of Duty vertikal nach oben geht... Ist das Map-Design scheiße. Das hat jede Karte in MW19 äh, gezeigt. Und Gunrunner, Hackney Yard, das waren Maps, die man spielen kann. Und ich bete zu Gott. Ich bete zu Gott, dass wir nie wieder zwei Karten bekommen wie Piccadilly Circus oder Azir Cave. Das sind die schlimmsten Karten gewesen, die ich jemals in einem Call of Duty gesehen habe. Mit Abstand die schlimmsten Karten. Piccadilly Circus. Macht mir immer noch Albträume. this does sound like good news compared to their normal approach to maps in modern warfare 2019 outside of those particular ones where it was pretty obvious that at least a very large portion of the community was not happy with many of those maps then apparently at least at this stage in development there is a form of last stand in the game for those that don't know what last stand is maybe you didn't play the old old call of duty games Basically, when using this perk in the past, if you got killed, you actually wouldn't die immediately. You'd go into a downed state, and once you're in that state, you can use a pistol and shoot back at your enemy. Now, of course, you're extremely low health at this point. Like, erinnert sich einer von euch auf äh, oder an Last Stand als Perk? Das war die Hölle damals. Ihr habt einen getötet und er kam einfach direkt wieder und hat euch in der Regel gefickt. Hab das Probierset bestellt, bin gespannt auf die Erdbeere. XR, mein Bester, lass mich bei Insta gerne wissen, Ausrufezeichen IG, wie es dir schmeckt. Und ich hoffe, mein Code benutzt. Sparst du nämlich 20%. Wenn du dein Code benutzt hast, kriegst du auch einen Chappy Shake jetzt gerade noch umsonst dazu. Aha, es lohnt sich. YouTube, ne? Lohnt sich. Schick Code 20 bei Loot. Kriegt ihr? Ich zeige ihn euch. Eigentlich nicht für eure Augen bestimmt. Kriegt ihr ein Original Chappy Shaker dazu. Mit meinem Logo drauf. <laughs> oh ja, oh ja. Ist ziemlich geil, oder? Ich weiß, ich weiß. Spread the word. Sagt den Freunden Bescheid. Sagt eurer Mama Bescheid. Wenn die mal ein bisschen Action haben möchte, soll sie sich den Chappie Shaker besorgen. <laughs> Gerade gerettet. <laughs> Moin Elite, grüß dich. Martyrium war doch schlimmer. Ich kenne Martyrium gar nicht, Max. Ich, ich kenne das Perk nicht, um ehrlich zu sein. Äh, noch nie von gehört. Like just a stun grenade would kill you. But still, it was a very frustrating and annoying perk, and it was almost universally hated in the Call of Duty community. It actually became quite a meme because of how many people despise the Last Stand perk. But at the very least, the version of Last Stand that's currently in Modern Warfare 2022 is as a field upgrade rather than a perk. So it's probably something you have to time properly. Also, it has to charge up so you don't just respawn with it every single time you spawn into the game. So, if this does end up being kept in the game, at least it doesn't sound quite as bad as a perk, but I still just don't like the idea of this whatsoever. As for the. Martyrium war, wenn du gestorben bist, hast du eine Granate fallen lassen. Das, okay, das klingt einfach beim ersten Mal lesen schon absolut schwachsinnig. Genauso wie ich Last Stand niemals verstanden habe. Ich denke mir, und ich bin ja ein einfacher Spieler, ich bin ja kein Game-Entwickler, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ich wahrscheinlich die letzten zehn Jahre mehr COD-Spielzeit habe als die Entwickler von Infinity War zusammen. Und ich rede hier nur als Spieler jetzt. Aber welches Gameplay technische oder welchen Vorteil für das gesamte Gameplay, für den gesamten Flow hat es, wenn jemand stirbt und eine Granate fallen lässt? Oder wenn jemand stirbt, weil er einen Gunfight verloren hat, weil ich mich besser bewegt habe, weil ich eine bessere Position hatte, weil ich besseres Aim hatte, weil ich einen Nate durch Zufall über drei Häuser in sein Gesicht geworfen habe. Welchen positiven Aspekt hat es, dass er dann wiederkommen kann, auch mit Low Health, mit einer Pistol und mich töten kann? Gar keinen. Es macht für, für den Flow, fürs Gameplay, einfach gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. for the next leak apparently they're changing <coughs> up the perk structure a little bit and in Modern Warfare 2022 it looks like we may be able to choose 4 perks instead of 3 and there's still going to be 3 tiers of perks but each player gets to choose two tier 1 perks and then the tier not given details on specific perks but the way Modern Warfare 2 is approaching perks is that you can choose 4 perks this means you get to choose two in the first column One in the second, one in the third. From what I was told, the first column is more of choosing your playstyle. Wie Vanguard im Prinzip. Geist uh, verhärtet oder verstärkt oder was wir da haben und und und. 2 will change how players approach picking perks with their classes. Will not post exact details as I will need further, further info on this. It sounds pretty interesting and not bad at all thus far though. Okay. Vier Perks anstatt drei sage ich jetzt erstmal, habe ich nichts gegen. Was ich überhaupt nicht check, überhaupt nicht check, warum gehen wir nicht in das alte Pick 10-System zurück, wo wir je nachdem, was wir wollen, entweder die Perks weiter ausbauen oder die Aufsätze weiter aufbauen, wo wir eine Granate wegnehmen können und dafür einen Perkplatz mehr frei haben. Und wenn ich eine Stun und eine Frag-Grenade rausnehme, dass ich dafür vielleicht einen Platz für einen Perk übrig habe. Das, das hat dafür gesorgt, dass Spieler verschiedenste Klassen gewählt haben. Jetzt, und das hasse ich an, an Sledgehammer-Games. Und bei Sledgehammer scheint in den Nvidia-Studios jemand zu sitzen, der entweder ein Pyromane ist, wegen dieser ganzen Brandmuni in allen Sledgehammer-Games. Oder der so einen kleinen Fetisch für Granaten hat. WW2 Vanguard, Leute sterben, haben zwei Granaten dabei. Ob sie wollen oder nicht. Also werfen sie die Granaten. Und in WW2 fand ich das noch schlimmer als jetzt. Englisch-Legende, I know, Gestirnhund. I know, because my English is very nice. <laughs> tier 2 and Tier 3 Perks, you only get one of each of those. And apparently those first tier perks are the ones that really define your playstyle. So I would assume it's actually similar to Vanguard, because that's what the tier one perks in Vanguard do, is they really define your playstyle. Like Ghost, for instance, is it going to be a stealthy playstyle or fortified or whatever the equivalent of that is, flakjacket EOD, where it's all about explosive resistance. So you're gonna be that guy on the objectives very often. It seems like they're gonna allow us to choose two of those perks, which could be interesting. I honestly feel like in Vanguard, if we were able to choose two tier one perks. Das würde Dinge viel mehr öffnen und auch viel mehr Frustration reduzieren. Also bin ich sehr offen zu dieser Idee an diesem Punkt. Natürlich hätten Da wäre ich aber auch bei ihm, wenn ich ein Game hätte, ein COD hätte, bei dem der irgendwas davon habe, auf dem Wind zu spielen, weil die Stats vielleicht auch mal angezeigt werden, es vielleicht mal eine, eine, eine Rangliste wirklich gibt, dann würde ich, gerade weil ich ja Herrschaftsspieler bin, durchaus überlegen, verstärkt zu nehmen, also verstärkt Kugelweste, wie auch immer es dann heißt, damit ich Flaggen einnehmen kann, gerade eine B-Flagge, wo gerne mal ein paar Nades drauf knallen, um das zu überleben. Wenn ich jetzt aber denke, ja, Moment, es ist egal, ob ich 0 zu 200 verliere oder 200 zu 1 gewinne, es, es macht keinen Unterschied. Ich kann mit meinen Stats gar nicht angeben, keiner sieht meine Statistiken, keiner sieht, dass ich eine 5-0-Win-Loss habe. Warum soll ich mich dann wie ein Idiot auf diese Flagge stellen, aus der ersten Kategorie, das eine Perk, was ich nur nehmen kann, mit Verstärkt oder Kugelweste auch noch nehmen, anstatt Geist, wo ich Stealthy spielen kann, um auf hohe Streaks zu gehen? Macht ja keinen Unterschied. Von daher, das wäre schon wichtig, dass wir vielleicht auch einfach mal wieder eine Rangliste haben. Also... Dass ich das sagen muss Leute, aber eine Rangliste, vielleicht am Anfang von dem Call of Duty, have to see the full system and all the perks and how they're laid out to really form a solid opinion on this, but at the very least on paper, it sounds like it could be a good idea. And finally this is where I want to get into the newer leak that really triggered the idea for this video. It looks like at this point in development, there is literally zero sprint out time and you can sprint while aiming down sight. And this actually corroborates a leak from a while back from Ralph's Valve, who is another person that's been apparently leaking a lot of Modern Warfare stuff. And I really wanted to share my thoughts on this particular aspect because this isn't one like minor part of the Create a Class or something like that. This is something that would drastically change how the game plays on a game-to-game -game and even on a gunfight-to-gunfight -gunfight basis and for those that have been Moment Gar keine sprint out time? Du kannst während du im Visier bist sprinten? Wie soll das denn funktionieren? Also Sprint-Out-Time, für die, die sich jetzt gerade fragen, ist die Zeit, wenn du im Sprint bist, wie lange die Waffe braucht, Moin Dieter mein Bester, bis du vom Sprint schießen kannst. Jede Waffe hat eine Sprint-Out-Time, hier 2-300 Millisekunden. Bevor du diese Zeit dann im Sprint nicht überbrückt hast, das ist sozusagen in Call of Duty die Bestrafung dafür, dass du im Sprint unterwegs bist, solange braucht es, bis sie losschießt. Wenn die bei null ist und du sogar während du im Visier bist sprinten kannst, klingt jetzt erstmal übertrieben, dann sehe ich absolutes Chaos. Jeder wird nur noch im Visier durch die Gegend sprinten. I've been around the channel for a while. You guys know I like aggression in Call of Duty. I like running around like crazy. I don't like really slow sprint out times. Also das, was er jetzt hier im Gameplay gerade so nebenbei macht. Er sprintet hier. Und Suchgegner. Jetzt stellt euch mal vor, jeder kann mit dem Tempo aber mit dem Visier vor sich laufen. I've been around the channel for a while. You guys know I like aggression in Call of Duty. I like running around like crazy. I don't like really slow sprint out times, but at the same time, having literally zero sprint out time, this does concern me to some extent. It's all on a scale, and I definitely lean in the direction of wanting faster sprint out times, but not necessarily zero sprint out time. Now, the problem with having general sprint out times that are too slow, especially with a fast time to kill game that Call of Duty tends to be, is that strongly discourages people from moving around the map. Because if you get caught sprinting and an enemy is posted up, by the time you're even able to fire your gun, you're often going to be dead. And therefore, you're a lot less likely to be running around, and you're a lot more likely to want to post up and catch those people that are dumb enough to sprint. Because then those people would be free kills for you. So, too slow of a sprint out time can really harm the gameplay pacing, and that leads to a much more, we'll say, tactical experience where sprinting should be used very conservatively, and instead you should be like crouch walking around or just posted up on a piece of cover. And to me, that's not Call of Duty. That doesn't fit with the gameplay style of Call of Duty at all. So, too slow is a really bad thing, in my opinion. But on the other end of that if we're looking at the other extreme of literally eliminating sprint out time, this is where you start running into some pretty big technical issues and the biggest one here is also kann ich so schon sagen, wenn jeder vollsprint sprinten kann, hat man taktisch in COD schon ein dickes Problem. Peakers advantage kennt jeder und ich vermute, dass er gleich darüber sprechen wird, soweit war ich gestern noch nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber sagen wir, ein Spieler steht auf der Karte hinter einem Tisch und visiert nach vorne eine Ecke an. Und von dieser Ecke kommt ein Spieler im Sprint angerutscht, wie wir es in Rebirth sehen, wie ich das auch mache. Dann sieht der Spieler, der um die Ecke rutscht, den, der hinterm Tisch steht, zuerst, weil er sich bewegt. Das, ich weiß nicht, woran das liegt. Das heißt, wenn jeder sprinten kann und ihr euch eine gute Position sucht, Werdet ihr von dem, der sprintet, gefickt? Da habt ihr keine Chance. Das seht ihr bei Pro-Gamern sehr oft, wenn die so, äh, snaken. Peekers advantage. For those that don't know, in a first-person shooter, especially an online first-person shooter, generally speaking, if you have one player that's posted up and one player that's coming around a corner to challenge that player, the person that is moving and actively coming around the corner is going to be able to see the posted up player before that posted up player is able to see them. And this is- ich habe das Video nicht ich nicht, er is largely just due to network <coughs> delay, although there's a whole lot that goes into this when you start looking at extrapolation and interpolation of everything. But essentially, this is a characteristic that pretty much can't be eliminated in an online environment. No matter how they try, they can try to minimize this as much as possible. But there's always going to be some level of peeker's advantage where that person coming around the corner has the advantage. And when you have a fast movement speed and you're able to sprint around a corner, that exacerbates the issue. And if you have a zero sprint out time, that means if you're posted up and you're playing something very strategically, you're playing it well, you're holding the right angle, and somebody comes around the corner with a zero sprint out time, you will be receiving damage before you even see that player on your screen. Before the player is visible on your screen, you will be taking damage. And that's obviously an unfair situation because there's nothing you can do to react to that situation if you literally can't see the enemy that is dealing damage to you. So, having some level of sprint out time helps alleviate that issue. It prevents people from literally sprinting around the corner and immediately landing shots on you. There's going to be a bit of a delay there, and that does help counteract Peeker's advantage a little bit. Additionally, outside of the technical issue there with Peeker's advantage, just from a gameplay standpoint as well i feel like going too far in that extreme will be harming good positioning sprint out time that means if your posted up is visible on your screen people from literally sprinting around the corner to discourage people from sprinting and strongly encourage people to just sit posted up because you'd be scared to do anything else and it's another thing to make it so when you are posted up in a situation where you should be posted up, maybe you're holding map control or you have to cut off a lane for your team, for instance, and that's the right thing for you to be doing, then you shouldn't be at a disadvantage to somebody that is not really paying attention to their surroundings and they're just sprinting around like a chicken with their head cut off. There has to be some form of balance here, in my opinion, and having zero sprint out time isn't it. If I'm set up well and I'm aiming down sight and I'm prepared for that gunfight and you sprint into that gunfight, I should have a clear advantage going into that fight. It shouldn't necessarily be a guaranteed win for me, but I should at least have the leg up because I was the one that was more prepared for the fight. So, this is why I feel a zero sprint out time is not necessarily a good idea. But having said that, I'm definitely on board with faster sprint out times compared to what we've been seeing in many recent Call of Duty games. Das ist ja auch der Grund, warum Camper, auch wenn sie uns nerven, in der Regel eigentlich in dem Gunfight einen Vorteil haben. Sagen wir mal, hier das Schrägdach, da laufe ich jetzt hoch. Und ich laufe im Sprint und sehe erst ihn hier campen. Er hat seine Waffe im Visier, in der Sekunde, wo er mich sieht, kann er schießen. In der Sekunde, wo ich ihn sehe, muss ich erst hinaimen, muss ins Visier gehen, kann dann erst schießen. Klar hat er einen Vorteil, auch wenn die Spielart... Und dumm ist, aber trotzdem ist es ja normal. Habt ihr Channel gepostet über, äh, das Thema eben? And at least one big positive thing that I'm pulling out of this is it really seems like Infinity Ward has recognized that at least a large portion of the community really didn't like how slow Modern Warfare 2019 had a tendency to play outside of shipment and shoot house obviously. And it appears this time around, they're leaning a little bit more in a faster paced direction. So, for me and what I look for, it seems like they're moving in the right direction. I just hope they don't overcompensate, which will cause a lot of players with maybe a bit of a slower reaction time but good positioning to hate the game. So, I guess we'll just have to wait and see on all of this. So far, I'm feeling quite optimistic about a lot of the leaks that I've been seeing. Obviously, not all of them. That last stand leak, I'm a little concerned about. But it does seem like they are considering the issues that many players had with Modern Warfare 2019 and they're trying different things to alleviate those issues, which is excellent news for me. But of course, these are all just my opinions. I want to hear what you guys Bin ich bei ihm. Rein von den Sachen, die man so ein bisschen jetzt mitbekommt, finde ich das ganze gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Sprint-Out-Time reduzieren, normales Radar, Dinge, über die ich mich gar nicht freuen sollte, aber ich freue mich trotzdem, weil ich ja möchte, dass diese Franchise gut ist. Chad, was sagt ihr dazu?